Na, wir haben heute gegen 19.40 Uhr von den Bundessicherheitsbehörden einen konkreten Hinweis auf mögliche Anschläge hier in München für heute um Mitternacht erhalten. Das hat betroffen den Hauptbahnhof in München und den Pasinger Bahnhof. Und nach übereinstimmender Bewertung war dieser Hinweis ernst zu nehmen, sodass wir daraufhin die entsprechenden polizeilichen Maßnahmen ergriffen haben. Es handelt sich um einen konkreten Hinweis auf eine Gruppe von 5 bis 7 Personen, die über die Bundessicherheitsbehörden von einem befreundeten Nachrichtendienst eben hier an die Münchner Polizei gelangte. Die uns sozusagen jetzt auch vom Nachrichtendienst überlieferten Informationen werden natürlich jetzt ermittelt, ausermittelt, abgeklärt und dann zu bewerten, ob der Hinweis weiterhin ernst zu nehmen ist oder ob sich die Lage sozusagen hier entspannt und hier keine konkrete Gefahr mehr besteht. Bitte gehen Sie in diese Richtung. Bitte gehen Sie auf die andere Straßenseite, auf die bitte. Auch die Presse bitte auf die andere Straße. Thank you.